Ich zeige dir, wie ich auch noch eine Soße vorbereite. Das ist Sonnenblumenkernsoße. Mit diesem Soße, genau wie mit Cashewkernsoße, bereite ich viele meine Gerichte, welche bitte Möglichkeit einfach vegane Küche oder Rohkostküche sehr schön verschönern. Auf jeden Fall dafür brauchen wir Sonnenblumenkerne. Die habe ich schon zuvor angeweicht im Wasser, mehrmals gespült. Und da fließendem Wasser, die sind jetzt halb gekeimt, also man sieht, dass das schon langsam und sicher kommen, die Sprösslinge. Und die ganzen Kerne bringe ich im Hochleistungsmixer. Dazu brauchst du noch Knoblauch. Wir nehmen jetzt größere Knoblauch, also so viel auf diese Menge, das war eine Liter Glas. Dann brauchen wir wieder unsere Bio-Nana Tamari als Gewürz. Dann brauche ich natürlich Salz, Pfeffer. Also ich liebe schwarze Pfeffer. Man kann natürlich Chili nehmen, wenn jemand schärfere Sachen braucht. Ein bisschen Salz. Du kannst dazu noch nehmen Knoblauch, Knoblauch, Zwiebel, das mache ich auch jetzt. Ich lege auch Zwiebel da rein. Und du kannst natürlich sehr viele grüne Sachen verwenden, also Petersilikum, Koriander, alles was du so im Garten nimmst. Du kannst auch dazu Tomaten legen oder Paprika, wie nach Geschmack. Ich möchte dir reine Sonnenblumenkerne-Soße jetzt zeigen, aber danach magst du dich quasi frei vom Einschränken und sei kreativ, probier unterschiedliche Variationen. Du brauchst Wasser und mit dem Wasser musst du komplett zusammen bedecken. Und danach mixst du das ganz kurze Zeit auf volle Stufe. Jetzt sind wir fertig mit unserem Mixer und die Soße eigentlich ist schon fertig. Wir können jetzt einfach rausnehmen und alles in einen Behälter abfüllen, welchen du dann verschließt und lässt du im Kühlschrank stehen und verwendest du für unterschiedliche Gerichte oder einfach so essen mit Tomate, mit Gurke, mit unterschiedlichen Gemüse. Du kannst Beispiel sehr vieles unterschiedliche Fingerfood-Sachen machen. Du schneidest Beispiel Zucchini und legst so ein paar Tröpfchen von dieser Soße und drauf noch ein bisschen grüne Sachen. Und das quasi hilft dir, kreieren deine Küche. Ich wünsche dir vieles Gutes und guten Appetit.